und Geschlechtergeschichte, wie diese Teildisziplin halt heute heißt. Ich interessiere mich einerseits für Frauen in der Geschichte, aber auch Weiblichkeit, die Geschichte von unterschiedlichen Weiblichkeitsnormierungen, wie sich Bilder von Frauen ändern. Und Geschlechtergeschichte meint, dass man natürlich Frauen immer nur untersuchen kann, auch in ihren Relationen zu Männern oder Weiblichkeitskonzepte in Relation zu parallelen zeitgenössischen Männlichkeitsidealen, Männlichkeitsnormen. Das ist, und dabei habe ich mich vor allem auf das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert spezialisiert, als Neuzeithistorikerin. Vom ersten Abend mit Anton Holzer habe ich mir mitgenommen, dass er auch bildlich unterstützt Kriegsverbrechen der österreich-ungarischen Armee angeprangert hat. In ihrem Buch kommt das auch vor. Und der zweite Anknüpfungspunkt, da möchte ich dann gleich in die nächste Frage münden, ist natürlich die Schalek, die Frau im Ersten Weltkrieg, aber ihr Buch ist etwas umfangreicher und nicht viel, aber etwas von der Schalek. Wie würden Sie denn die Rolle der Frau im Ersten Weltkrieg überhaupt generell einstufen? Sie haben ja das Buch mit Recht Heimat und Front genannt. Wollen Sie da ein bisschen dazu als Einstieg etwas sagen? Also ich denke, man kann auch wieder die Geschichte der Heimat, der sogenannten Heimatfront, wie es ja in diesem Krieg erstmals auch heißt, nur untersuchen, wenn man diese Beziehungen zwischen Front, Heimatfront, Front, Heimat, Hinterland, wie es zeitgenössisch ebenso heißt, untersucht. Das heißt eben Soldaten und deren Beziehungen zum Hinterland, zu ihren Frauen, Kindern daheim, aber auch zu ihrer Arbeit daheim, in den Blick nimmt und umgekehrt. Also weil, und das ist eigentlich die Hauptthese dieses Buches, und das zeige ich, indem ich Schneisen lege in verschiedene Themenstränge, weil ich denke, der Erste Weltkrieg gar nicht anders zu verstehen ist, als dass man diese beiden Sphären der Kriegsgesellschaft in ihrer Wechselbeziehung untersucht, weil der Erste Weltkrieg einfach ein gesamtgesellschaftliches Phänomen war, als Volkskrieg geführt wurde und ganz zentral darauf gebaut wurde, dass auch die Frauen, Kinder, auch die daheim gebliebenen Männer in der Heimat, an der Heimatfront eine große Palette von kriegsstützenden Tätigkeiten vorgenommen haben, und dafür wurden sie auch mobilisiert. Und ein eigenes Kapitel in diesem Buch beschreibt etwa die Mobilisierung, auch die Selbstmobilisierung der Frauen, der zeitgenössischen Frauenbewegungen für eine wirklich große Bandbreite von kriegsstützenden Aktivitäten, aber auch wie sie dann immer mehr eindringen oder kommen in Arbeitsverhältnisse, in bis dato ausschließlich Männern vorbehaltene Berufsfelder. Das ist auch so ein Prozess der Kriegsgesellschaft, der allerdings schon, und es ist auch ganz wichtig, vor dem Krieg begonnen hat. Bei Karl Kraus, über den wir letztes Mal auch einigermaßen gesprochen haben, kommen die Frauenvereine, die Sie jetzt ein bisschen angeschnitten haben, nicht gut weg. Es gibt eine recht lustige Szene von, ich glaube, die BÖV, der Bundesverband der österreichischen... Ich glaube, das sind die Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs. Genau, eine große Organisation. Können Sie dazu etwas sagen zu diesen beiden großen... Es gibt ja mehrere, auch die katholischen, also vielleicht können Sie was dazu sagen zu diesen Frauenorganisationen. Also vielleicht wissen Sie, dass vor dem Ersten Weltkrieg ja wirklich eigentlich ab 1848 das erste Mal, dann mit Verzögerung ab den 1860er Jahren, die erste Frauenbewegung entsteht, und die hat natürlich unterschiedlichste Vereine, Vereinigungen, Flügel, eher gemäßigte, radikalere. Es entsteht eine eigene Arbeiterinnenbewegung, die proletarische Frauenbewegung, aber auch eine katholische Frauenbewegung. Es entstehen erste Berufsvereinigungen von Frauen. Das heißt, erstmals in der Geschichte organisieren sich Frauen in sehr breitem Umfang, natürlich auch um ihre Rechte zu verbessern. Sie kämpfen für Frauenbildung, für verbesserte Berufsmöglichkeiten für Frauen etc. Und was passiert
im Sommer 1914, es schwenken wirklich große Teile dieser Frauenbewegung, die vorher sehr international ausgerichtet war, zu einem großen Teil zusammengearbeitet hat mit ihren Schwestern in Deutschland, in England, Frauenbewegungen gibt es ja in vielen Ländern. Sie stellen diese Internationalität und ihre Ziele, die sie bis dahin hatten, einmal außen vor und sagen, jetzt ist es unsere Pflicht, unsere Männer zu unterstützen, das Vaterland zu unterstützen. Das ist also uns auf unsere Aufgaben als Mutter, als Staatsbürgerin zu besinnen. Das machen große Teile, aber nicht alle. Es gibt etwa einen kleinen radikalen Flügel, der Allgemeine Österreichische Frauenverein, zu dem Rosa Mayreder zum Beispiel gehört, aber andere, die sind von Anfang an, treten sie auf gegen den Krieg, bleiben einem früheren pazifistischen Engagement treu. Man kann sich vorstellen, dass diese Frauen aber damals ziemlich ausgegrenzt waren und wirklich mutig waren, das auch öffentlich zu vertreten. Aber sogar die anderen Teile, auch die sozialdemokratischen Frauen, unterwerfen sich der Parteilinie und schließen sich in der ersten Zeit des Krieges auch diesem Burgfrieden eigentlich an. Also es ist auch ein Burgfrieden der Frauenbewegung. Und da kommt die ROHÖ, die Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs, ist auch eine dieser Organisationen, die zusammen mit vielen anderen die sogenannte Frauenhilfsaktion im Kriege gründen, als monarchieweit organisierter Zusammenschluss von wichtigen Teilen der Frauenbewegung, um eben die Kriegsfürsorge, die Arbeit an der Heimatfront möglichst effektiv zu organisieren. Und diese Komitees der Frauenhilfsaktionen, das fand ich auch ein spannendes Phänomen, die arbeiten jetzt nicht etwa in kleinen Vereinslokalen oder so, sondern die sitzen etwa in Wien, im Wiener Rathaus. Ich glaube, ab Ende August übersiedeln sie ins Rathaus, bekommen da eigene Räume und auch in den Bezirksämtern hat diese Frauenhilfsaktion einen eigenen Raum und von dort aus verwalten sie, organisieren sie eine Bandbreite von verschiedenen Aktivitäten. Sie beraten Soldatenfrauen, sie richten Arbeitsvermittlungsstellen ein für arbeitslos gewordene Dienstgaben, sie organisieren Liebesgabenproduktion, ich kann Ihnen da gerne auch noch Bilder zeigen, sie organisieren Labedienst an den Bahnhöfen für durchziehende Truppen etc. etc., Kindersäuglingsfürsorge. Das ist also wirklich organisiert und so quasi ein Zusammenschluss auch. Das funktioniert natürlich nicht den ganzen Krieg über, aber in der ersten Zeit des Krieges ist da wirklich eine ganz starke, also ist diese Frauenbewegung, schert sie wirklich ein. Die ROHÖ eben auch. Und ja, da hätte ich schöne Bilder von Kochbüchern, die ROHÖ etwa herausgibt, aber ich glaube, wir haben den Beamer wieder geschaltet. Ja. Ich muss jetzt da nur schnell. Das sind so Aktivitäten, die die Frauen organisieren. Hier haben sie Bilder von den Labedamen. Das sind, also die haben zumindest die Binde vom Roten Kreuz und sind an den Bahnhöfen tätig, wo sie Tee, Lebensmittel für durchziehende Soldaten und dann natürlich auch für hereinkommende Verwundetentransporte organisieren. Hier auch, das sind Bilder, die wir in unserer Sammlung Frauenadresse haben. Hier am Ostbahnhof auch. Diese Frauenhilfsaktion im Kriege unterhält eigene Nähe-, Strick- und Bändstuben, wo arbeitslos gewordene Frauen der Unterschicht Arbeit finden als Produzentinnen von zum Beispiel Decken für die Soldaten, für das Militär, Militärkappen, Uniformteile, was auch immer. Hier stellen sie in einer dieser Arbeitsstuben Mützen für Soldaten her. Hier haben sie Schulmädchen, die Strümpfe stricken für die Soldaten. Das Ganze wird auch breit über die Schulen organisiert, in Zusammenarbeit mit der kommunalen Frauenhilfsaktion im Kriege. Aber da wollte ich die Militarisierung der Haushalte, das ist etwas, was diese Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs stark propagiert. Und Sie sehen wirklich, dass man von einer Militarisierung der Haushalte, die die Frauen, also diese ROHÖ sehr stark vertritt,
sprechen kann, wenn etwa davon die Rede ist, dass mehr und mehr das Essen zum Kriegsdienst wird und die Hausfrau aufgerufen wird, als Mitkämpferin im wahrsten Sinne des Wortes dafür zu sorgen, dass sie sparsam kocht und mit möglichst wenig daheim schaltet und waltet. Das ist, und hier haben Sie einige Beispiele für hier die Frauenhilfsaktion im Krieg, die eigene Kochvorschriften für die Kriegszeit veröffentlicht. Und zunehmend müssen ja die Frauen auch mit Ersatzstoffen wirtschaften. Also das Brot wird schlechter, alles Mögliche wird schlechter. Und hier haben Sie auch von, da ist ein Kochbuch, das von dieser Reichsorganisation der Hausfrauen herausgegeben wird. Ja. Soweit zur Rohe. Und Karl Kraus mokiert sich sehr darüber, dass diese Frauen jetzt angeblich so Bedeutung bekommen haben in dieser, ja. Aber ich denke, das ist eher eine Attacke auf die adeligen Damen eher, weil... Ja, weil das sind meistens bürgerliche Frauen natürlich, oder auch adelige Frauen, das ist ja, die freiwillige Kriegsarbeit machen. Aber diese Heimarbeiterinnen, die sie anstecken in diesen Strickstuben nehmen zum Beispiel, das sind dann bezahlte Frauen, die davon leben, dass sie indirekt kriegsstützende Aktivitäten auch machen natürlich. Müssen ja von das Leben auch. Sie sprechen im Buch von, ich darf wieder aufstehen, ich hoffe, wir stoßen es nicht um. Von einer Soldatinnen, ich habe das Video aufgeschrieben, die sind allerdings dann auch national gefärbt. Wie viele Soldatinnen hat es dann Ihrer Schätzung nach in? Das weiß man nicht. Das ist eine sehr schwierige Geschichte zu rekonstruieren. Es hat vereinzelt, und die wurden auch im Krieg propagiert, sogenannte Heldinnen, Heldenmädchen gegeben. Aha, jetzt ist das wieder weg. Da hätte ich auch ein Bild. Das sind die Kriegskrankenschwestern, die kommen mal vielleicht noch dazu. Da, hier das Heldenmädchen von Zellock, das in die Schützengräben gegangen ist, den Soldaten Wasser gegeben hat, dann selber verwundet wurde, oder eine 16-Jährige an der Südwestfront, die ihrem Vater in die Schützenlinie nachgefolgt ist und mit ihm gekämpft hat. Das waren alles Einzelerscheinungen, wirklich. Aber es hat, ich bin noch nicht fertig gesagt, im ukrainisch-polnischen Regiment an der Habsburger Monarchie tatsächlich Soldatinnen gegeben. Die haben uniformiert als Teil dieser Einheiten, so quasi am Rande der Monarchie, gekämpft. Und das war aber natürlich stark aus nationalistischen Motiven auch, mit die Hoffnung, dort war ja immer so die Vereinigung mit ein neues Polen, das letztlich auch erscheint. Also das sind diese, was immer umstritten war, ist aber Frauen, die Waffen tragen, auch im Ersten Weltkrieg. Und es hat 30.000 bis 50.000 Frauen gegeben, die ab 1917 als weibliche Hilfskräfte der Armee im Felde gedient haben. In Deutschland würden wir sagen dazu Etappenhelferinnen. Das waren Frauen, die direkt im Militär unterstellt engagiert wurden und in der Etappe in den Verwaltungsstuben als Telefonistinnen, als Bürofrauen, als Schreibkräfte gearbeitet haben, aber auch als Näherin, als Schneiderin. Und mit dieser Arbeit bislang dort abgestellte Soldaten für den Frontdienst freimachen sollten. Das ist eine Einrichtung, die fast alle kriegsführenden Nationen einführen im Laufe des Krieges, weil das Menschenmaterial unter Anführungszeichen einfach immer knapper wird und dann müssen Frauen hier halten. Das heißt, zu Kriegsbeginn haben eigentlich quasi alle gesellschaftlichen Kräfte, die einen Krieg hätten verhindern können, irgendwie ausgelassen. Denn die Intellektuellen haben Manifesten gekämpft, die Sozialdemokraten, die ja nicht national gedacht haben, sondern klassengleichheitlich haben, gute Frauen. Was können wir daraus lernen? Können wir daraus was lernen? Ich glaube, man kann diese Entwicklung im Ersten Weltkrieg nur auch verstehen, wenn man in die Vorkriegszeit schaut und wenn man die Jahrzehnte vorher begreift, als Jahrzehnte, in denen
soziale Militarisierung auf unterschiedlichen Ebenen in der Gesellschaft wirklich zunehmend durchgesetzt wird. Das betrifft etwa den, für Männer den Ausbau der allgemeinen Wehrpflicht in Österreich-Ungarn. Ab 1868 wird die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, rekrutiert noch lange nicht alle Männer, aber es wird zunehmend ausgebaut, das Landsturmwesen, die Reserve, die beiden Landwehren, die Honved in Ungarn, in Österreich der Landsturm, es wird irgendwann eine Militärtaxe eingeführt, die alle nicht tauglichen Männer und ihre Familien auch dazu verpflichtet zu zahlen. Es gipfelt 1912, also auch in einer Aufrüstung, auch in Österreich-Ungarn, und es gipfelt 1912 in Österreich in diesem Kriegsleistungsgesetz. Vielleicht haben Sie darüber schon gesprochen, ein Gesetz, das im Prinzip am Höhepunkt der Balkankriege auch sehr umstritten, da waren die Sozialdemokraten noch sehr dagegen, gegen diese Militarisierung der Gesellschaft, aber es bereitet eigentlich die Zivilbevölkerung auf den Kriegsfall vor, indem es regelt für den Kriegsfall die Unterstellung wichtiger Betriebe unter die Herrschaft des Militärs, indem es alle Männer von 18 bis 50 verpflichtet, im Kriegsfall irgendwelche kriegsrelevanten Tätigkeiten durchzuführen etc. Also das ist das eine, und das zweite ist natürlich Nationalismus. Auch so ist ja nur, der August 1914 ist ja eigentlich nur zu verstehen vor einem Hintergrund des nationalen Zeitalters, des 19. Jahrhunderts. Und dieser Nationalismus ist natürlich auch in den Frauenbewegungen, in den Nationalen, wird da immer stärker in der Zeit. Und was noch wichtig ist, die Frauen erhoffen sich durch ihr Einschwenken in diesen vaterländischen Krieg, in das, was ihre Nationen tun, endlich als volle Staatsbürgerinnen anerkannt zu werden. Weil sie kämpfen ja schon Jahrzehnte für mehr soziale und politische Rechte der Frauen, fürs Frauenwahlrecht. Und sie wollen beweisen, dass sie volle Staatsbürgerinnen sind und dass ihnen das Wahlrecht schon längst zusteht, so quasi. Das ist eine Hoffnung, die sich zwar in manchen Ländern nur erfüllt, indem sie das Frauenwahlrecht wirklich bekommen, aber eher aus der Konstellation, wo es Systemumbrüche gibt, wie in Deutschland, Österreich, da ist die Sozialdemokratie sicher sehr wichtig, die Arbeiterinnenbewegung, die das dann durchsetzt, weil es schon lange im Parteiprogramm steht. Sie bekommen es nicht als Belohnung für ihre Kriegsarbeit. Das ist eine Illusion, das ist rasch vergessen, was Frauen im Ersten Weltkrieg geleistet und gemacht haben. Ja, stellt sich auch dann die Frage, über welchen Krieg, wenn die Frauen die Männer ersetzt haben, wenn die Männer zurückkommen, dann sind sie den Job wieder los. Genau. Das hat sich ja im Ersten Weltkrieg genau, genauso. Dieser Geschlechterkampf um Arbeitsplätze nach dem Krieg. Man spricht in der Historiografie öfters vom sogenannten August-Erlebnis. Im August 14 haben Sie in Ihren Forschungen auch ein August-Erlebnis, ein weibliches August-Erlebnis eruieren können? Ja. Ich bin da sehr skeptisch gegenüber, obwohl ich sagen muss, dass eben, was ich schon geschildert habe, die größten Teile der Frauenbewegung in diese Zustimmung und Unterstützung des Krieges einwilligen und einstimmen. Das ist für mich aber nochmals was anderes, ob sie kriegsbegeistert waren. Ja? Dieses Augusterlebnis zu sehen, als dass da die ganze Bevölkerung von Kriegsbegeisterung erfasst war, ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Kriegsbegeisterung ist ein öffentlich inszeniertes Ereignis, das spielt sich an Bahnhöfen, in öffentlichen Plätzen an, beim Abzug der Truppen, wo die Musik noch bläst, etc. Das ist dieses öffentliche Ereignis, und das ist das, was die Zeitungen natürlich schreiben, das ist dieser patriotische Taumel der Medien, auch der Intellektuellen, auch großer Teile des Bürgertums, aber das ist nicht die Grundhaltung aller Menschen, der ganzen Bevölkerung. Und ich habe Ihnen so Karten ausgeteilt über ein kleines Editionsprojekt, das wir machen, mit Quellen, also so Auszügen aus Tagebüchern, Briefen damals lebender Mädchen und Frauen, die wir in Wien in einer Sammlung haben. Und da sieht man, dass diese Zustimmung vom Krieg schon im August 1914 wahnsinnig ambivalent war. Ja, es kommt zwar, ja, wir müssen jetzt rächen und Serbien und der arme Kaiser und überall sind die Menschen kriegsbegeistert, schreiben auch die Mädchen, aber sie artikulieren, oder Frauen, im nächsten Atemzug Angst.
Und Sie schreiben schon im August, Ende August, wäre doch der Krieg vorüber etc. Also ich, das wurde auch in der Forschung ja gezeigt, dass diese Kriegsbegeisterung einfach ein sehr begrenztes Phänomen war, auch wenn man jetzt es gesellschaftlich bestimmten Gruppen zuordnen will. Und natürlich, die Presse schreibt davon. Es ist ein Diskurs, würde man sagen eigentlich, aber ob dann die Realität, die Einstellung der Menschen wirklich auch im Privaten, daheim, im, ja, so ist, das ist eine andere Frage für mich. Sie haben schon zum zweiten Mal jetzt von Frauennachlässen, können Sie dazu was sagen, ist das in Ihrem Institut? Genau, wir haben am Institut seit nächstes Jahr 25 Jahren, das hat Edith Saurer, eine ganz wichtige Pionierin der Frauengeschichte in Österreich, die leider vor einigen Jahren verstorben ist, gegründet im Jahr 1990. Das ist ein Archiv, in dem wir sammeln Nachlässe von Frauen, einfach was so Frauen hinterlassen, meistens Frauen, die nicht in einer prominenten Öffentlichkeit standen, ihre Briefe, Tagebücher, Memoiren, andere Dokumente, und die archivieren wir als Nachlässe und stellen sie der Forschung zur Verfügung, wenn die Rechte klar sind, die Urheberrechte, wenn oft in Kontakt, in engem Kontakt mit den Nachfahren und Nachfahrinnen, und in diesen Nachlässen sind natürlich auch viele Texte von Männern drin, Briefe von Männern, also das ist, die Sammlung stellt zwar jetzt die Nachlässe von Frauen ins Zentrum, aber es ist für beide Geschlechter, sind da ganz wichtige Quellen vorhanden. Jetzt haben Sie das Augusterlebnis kurz angesprochen und dann ist das irgendwie nahtlos übergegangen in ein Institut, das ja vorher in der Form, glaube ich, nicht bekannt war, die Feldpost. Mhm. Denn die Kriege bisher waren ja kurz, jetzt plötzlich dauert es länger und dann gibt es als neues Quellenmaterial die Feldpost. Und das schreiben Sie auch ein bisschen in Ihrem, also eigentlich ziemlich viel. was kann man aus der Feldpost gewinnen? Ich meine, das ist ja doch eine mühsame Arbeit, da gibt es hunderttausende Feldpostbriefe. Ja. Wie sind damit gegangen? Ja. In dem Buch ist eine Feinanalyse eines Feldpostbestandes drin, von einem Paar, das sich erst ein paar Monate vor dem Kriegsausbruch kennenlernt und im Laufe des Krieges heiratet. Er ist Offizier an verschiedenen Kriegsschauplätzen, ist ein gut bürgerliches Ehepaar, sie heiraten im Krieg und ihre einzige Tochter wird 1918 geboren. Und was mich interessiert hat an diesem Beispiel ist, wie die Erfahrungswelten von Männern und Frauen auseinanderdriften im Laufe des Krieges, wenn die Kommunikation größtenteils reduziert auf den brieflichen Austausch funktionieren muss. Die Feldpost im Ersten Weltkrieg funktioniert teilweise sehr schlecht. Es kommen über Wochen keine Briefe. Das schürt natürlich Zweifel, Ängste, auch Emotionen in die eine oder andere Richtung. Was sich aber schon zeigt, ist, dass eben diese Erfahrungswelt von ihr an der Heimat und seine als Offizier, auch in seiner Männlichkeit als Offizier, also die bekommen veritable Konflikte und können ihre Kriegserfahrungen, die sehr verschieden sind, oft nicht mehr gut untereinander kommunizieren und zusammenbringen. Das ist ja, und dieses Auseinanderdriften von Front und Heimatfront ist natürlich auch ein Thema, das hat übrigens auch die Kriegs das Militär interessiert und die Kriegsbürokratie interessiert, weil es viele Proteste gab, weil die Post schlecht funktioniert hat. Und da musste man dann in der Verwaltung, auch in der Zensur, sofort darauf reagieren. Man hat da wirklich Meuterei oder Protest gefürchtet, weil die Feldpost war ja das einzige Bindeglied zwischen Front und Heimat und als solches immens bedeutsam. Auch bedeutsam zum Beispiel, in dem Beispiel ist es wirklich so, dass diese Liebesbeziehung im Modus des Briefes, Briefe schreiben, die eigentlich erst aufgebaut wird, weil sie haben sich vorher kurz gekannt, er ist dann zwar manchmal auf Heimaturlaub und was sich auch zeigt in der Korrespondenz ist, dass sie in der zweiten Kriegshälfte zunehmend sogenannte Jammerbriefe an ihn schreibt, wo sie ihn weghaben will von seinem Fronteinsatz, sagt, komm doch endlich heim, du hast lange genug gedient, vergiss deine Männlichkeit, deine Ehre als Offizier, schau auf mich, auf das werdende Kind. Sie versucht ihn da wirklich so zu überreden und diese Jammerbriefe von Frauen sind ja auch etwas, was dann später
in einer Version der Dolchstoßlegende immer wieder vorgebracht wurde, als hätten die Frauen da die Moral der kämpfenden Männer unterwandert, indem sie die katastrophale Versorgungslage, ihre engsten Gefühle, die sie daheim hatten, einfach unverschlüsselt an die Soldaten kommuniziert hat. Hitler selber hat in Mein Kampf die Jammerbriefe der Frauen im Ersten Weltkrieg scharf kritisiert und denunziert, auch sozusagen. Jetzt haben wir Stichwort, natürlich einfliegen. Seit kurzem ein Deserteur-Denkmal in Wien, das sich im Prinzip auf den Zweiten Weltkrieg begründet, aber hat es im Ersten Weltkrieg, glauben Sie, dass es im Ersten Weltkrieg durch diese Heimatbriefe tatsächlich Initiativen für die Desertion gegeben hat, oder ist das eine Übertreibung, oder wie würden Sie das einschätzen? Das ist eine schwierige Frage. Die Deserteursforschung ist noch nicht so entwickelt, aber was sich gezeigt hat am Beispiel von Deutschland, es gibt auch eine Studie für Tirol, ist, dass verheiratete Männer seltener desertieren als ledige Männer. Das hat eine ganz einfache Erklärung. Die Bestrafung, also im Falle einer Desertion, wird sofort das Privatvermögen, wie sagt man, kaltgestellt oder beschlagnahmt staatlich, bis die Desertion geklärt ist. Und auch die Familie hat Maßnahmen zu erwarten, und verheiratete Männer wollen ihre Frauen, Kinder schützen, desertieren seltener. Was auch belegt ist, ist, dass zum Beispiel die Nachricht, dass die Frau im ländlichen Bereich mit der Ernte nicht zu Rande kommt, dass sie zu wenig Arbeitskräfte hat, und es wird dann dem Mann kein Ernteurlaub gewährt, was immer öfter vorkommt natürlich, dass solche Männer nicht in der Absicht für immer zu desertieren, aber einfach die eigenwillige Entfernung, heißt das, ist ein harmloseres Delikt im Militärgesetz, einfach gehen und beabsichtigen, ihrer Frau zu helfen bei der Ernte und dann wieder zurückgehen, und dann kommen sie vielleicht auch vor das Militärgericht. Gibt es ein konkretes Strafverfahren, wo man das nachvollziehen kann? Ja, die Militärgerichtsakten sind teilweise nur sehr unvollständig erhalten, aber es gibt Fallbeispiele, die in diese Richtung deuten. Was auch die Militärbehörden befürchtet haben, ist, wenn diese Jammerbriefe von Frauen oder die Frauen kommuniziert haben, dass die Unterstützungsbeiträge für Soldatenfrauen nicht gereicht haben zum Überleben und von den kommunalen Behörden ziemlich willkürlich auch gehandhabt und verwaltet, bewilligt und wieder entzogen wurden. Und das war ja für Soldatenfrauen eigentlich die wichtigste Einnahmequelle. Konnten da die Rohe und die nichts machen? Die haben einfach so Rechtsberatung gemacht, wie man diese Kriegsunterstützung oder diese Unterhaltsbeiträge beantragt, und aber so einflussreich. Mhm. Es gibt verschiedene Versuche, die Unterstützungsbeiträge zu erhöhen. Man konnte den Verwaltungsgericht anrufen, man war manchmal erfolgreich, manchmal nicht. Aber der Erste Weltkrieg führt ja immer mehr in ein Desaster, auch auf der Verwaltungsebene und der bürokratischen Ebene. Da funktioniert zum Schluss gar nichts mehr. Ich möchte nochmal auf die Feldpostbriefe zurück. Wie kann man sich das vorstellen? Wie haben Sie das analysiert? Haben Sie eine Unterstellung. Haben Sie die Feldpostbriefe im Original studiert und analysiert, oder haben Sie dann schon auf die Zensurakten zurückgegriffen, die ja schon die Feldpostbriefe analysiert haben, in andere Richtung als Sie? Ja, und was macht man drin? Wie geht man da vor systematisch? Also ich habe schon öfters mit Briefen gearbeitet, teilweise auch vergleichen zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten. Da ordne ich dann die Bestände nach Themen, weil mich bestimmte Themen in Feldpostbriefen interessieren. Wenn man jetzt die Zensur aufstöbern will in diesen Feldpostbriefen, das ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, außer man arbeitet mit denen, die Zensurbehörden selber filtrieren aus diesen Millionen, Milliarden von Briefen. Sie müssen sich vorstellen, im Deutschen Reich werden im Ersten Weltkrieg geschätzte 37 Milliarden Poststücke zwischen Front und Heimat ausgetauscht. Das sind riesige Mengen. Das sind zwar auch die Pakete inkludiert, aber
Ja, der größte Teil davon sind aber Briefe von der Heimat in die Front. Und von der Front in die Heimat sind es weniger, aber auch Millionen von Briefen. Und die Zensurbehörden können ja nur sehr stichprobenartig das überprüfen oder prüfen, wobei die Menschen schon wissen, dass sie zensuriert werden können. Aber das muss man veranschlagen, aber es lässt sich auf der Ebene der Briefe nur dann feststellen, wenn geschwärzt wird. Wie in der Presse, ja, da wird ja auch geschwärzt. Das passiert oder rausgeschnitten oder die Zensoren arbeiten ja auch in allen 11 anerkannten Sprachen der Monarchie. Es ist ein riesiger Apparat in der K&K-Armee, diese Zensurstellen. Und relativ geschlossen und noch systematischer wird die Kriegsgefangenenkorrespondenz zensuriert. Ja. Das heißt, Sie haben so auf die Feldpostbriefe direkt zugegriffen? Und ich habe auf die Feldpostbriefe, ja. Wie geht es da methodisch vor? Ich meine, kriegen Sie einen Stapel Feldpostbriefe? Wie kann man das vorstellen? Ich habe die transkribiert, okay. Weil nur im Transkript kann man dann gut eine Inhaltsanalyse machen, indem man schaut, welche Themen werden angeschnitten, in welchem Umfeld. Ich habe mit Inhaltskategorien gearbeitet, dann kann man sehen, wo taucht dann Protest erstmals auf, wie entwickelt sich das. Eine Inhaltskategorie, die ich vergeben habe für alle Feldpost, ist eben Männlichkeit oder Konflikt zwischen, oder wie er den Krieg beschreibt. Ja, also Kriegsbilder von ihm, da kann man natürlich dann schließen auf die Mentalität auch eines Offiziers und so. Das ist, ja. Aber die Feldpostbriefe kamen ja nicht nur von Offizieren, sondern auch von einfachen Soldaten. Ja, die sind aber weniger überliefert. Aber es gibt sie natürlich, wir haben auch in unserer Sammlung solche. Und es gibt umfangreiche Feldpostanalysen mittlerweile. Was ist sozusagen dann der Sukkus von diesem Buch? Ja, ich kann das also vielleicht am besten am Beispiel vom, aber auch vom ersten. Die Forschung hat sich lange interessiert, was ist vom Krieg, von der Kriegserfahrung in diesen Feldpostbriefen? Wie wird Gewalt, Gewalthandlung, Tod, das Töten in diesen Feldpostbriefen beschrieben? Und das findet man nicht zentral, das findet man eher wenig, das hat teilweise mit der Zensur zu tun, das hat aber auch zu tun damit, dass diese Funktion der Feldpostbriefe ja eigentlich war die Kommunikation zwischen Heimat und Front und die Kommunikation über Privates, über Kinder, über ob die Arbeiter der Bauernhof daheim funktioniert, die Vaterrolle wird fortgeführt in der Feldpostkorrespondenz. Das heißt, 80% des Inhalts dieser Feldpostbriefe ist ja im Prinzip Privates. Ja? Also das ist, ja, wo es einfach verschiedenste, es gibt Untersuchungen zu Vaterrollen im Krieg und wie Männer versuchen, schreibend auch einfach in Verbindung zu ihren Kindern zu bleiben, Erziehungsratschläge zu geben, etc. Das ist, ich würde sogar da die These wagen, dass ohne diese Möglichkeit der Feldpostkommunikation, so begrenzt sie war und so unterbrochen, irritiert sie oft war, wahrscheinlich dieser Krieg so gar nicht funktioniert hätte. Weil das hätten sich die Menschen vielleicht viel weniger gefallen lassen, wenn sie über Jahre überhaupt keine Möglichkeit der Kommunikation mit den Menschen, die ihnen am wichtigsten waren, gehabt hätten. Ja, Moltke soll gesagt haben, vor dem Ersten Weltkrieg schon, und ich glaube, das stimmt, ohne Feldpost ist ein Krieg nicht zu führen, zumindest ein Volkskrieg nicht zu führen. Ja, das ist, ich denke, das zeigen die Beispiele ganz deutlich. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist mit illiteraten Gesellschaften oder mit solchen, wo noch viele Menschen nicht schreiben können, welche Formen der Kommunikation gibt es da, aber... Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum eher von den Offizieren als von den einfachen Soldaten. Ja. Die einfachen Soldaten haben, zumindest in Österreich-Ungarn, sicher auch geschrieben, aber ich glaube, in solchen Familien ist der Wert des Überlieferns, es gibt keine Überlieferungstradition von solchen. Gibt es auch im Ausland, nämlich an Feldpostforschung? Ja, riesige. Gibt es da irgendwie Unterschiede, wenn Sie die Wahl sich arbeiten, international, wie gibt es da Unterschiede zwischen den Franzosen und zwischen den Deutschen und den Österreichern? Stimmt, ja. Die Forschung ist noch nicht so weit, dass sie wirklich vergleichend jetzt große Analysen gemacht hat. Gibt es da Unterschiede? Ich habe etwas verallgemeinert sagen, ich habe den Eindruck, dass wir uns mit dem Ersten Weltkrieg intensiver beschäftigen als andere Länder. Oh, nein, das stimmt für Frankreich, für Großbritannien mit Sicherheit nicht. Da gibt es, bei uns kommt ja der Erste Weltkrieg, glaube ich, erst
jetzt die letzten Monate oder seit einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger, rückt er wirklich ins Zentrum eines kollektiven Gedächtnisses und erinnern auch. Und vorher war ja also der Zweite Weltkrieg viel zentraler und Holocaust. Das ist in England und in Frankreich so nicht der Fall. Der Erste Weltkrieg hat, also die Forschung auch, hat eine viel größere Tradition als in Österreich. Österreich ist sogar, würde ich sagen, war lange besonders abseits in Bezug auf Forschungen zum Ersten Weltkrieg. Aber in Großbritannien etwa dieses große Trauma der Somme-Schlacht 1916, also das ist, da gibt es ja ganz lebendige Veteranenvereine bis jetzt, die jedes Jahr an die Somme fahren, dort ihre Erinnerungsfeiern machen. Das ist eine ungebrochene Tradition. Und in Frankreich gibt es auch ganz viele Zentren der Weltkriegsforschung. Wir hatten gerade einen englischen Gast hier, ja. Da habe ich gerade vor 2 Stunden gehört, dass es beim Tower in London ein Kunstwerk geben soll, wo dann Blumen, rote Blumen aufgestellt sind, die dann drunter rutschen quasi beim Tower und die quasi das Blut darstellen sollen. Das läuft bis 11. November. Beim 11. November wird in England auch heute noch die Glocke geläutet, weil der Waffenstillstand. Der rote Mond ist so das Zeichen der Erinnerung an den ersten Weltkrieg. Bobby, ganz genau. Ja. Die Feldpost hat also einen Kontakt zwischen Heimat und Front dargestellt. Also das ist quasi das Bindeglied auch bei Ihrer Arbeit. Ist der Feldpostbrief im Zweiten und im Ersten Krieg anders? Oder? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Verbindungen. Ich möchte aber noch sagen, ein Kollege aus Deutschland hat aufgezeigt, dass der Feldpostbrief nicht nur ein Instrument ist, dieser Verbindung zwischen Heimat und Front, sondern deutsche Soldaten etwa, die spielen mit der Zensur, die schreiben ganz kritisch protestierende Briefe über die Verhältnisse an der Front, an der Westfront und schreiben etwa in ihren Briefen, das soll der Zensor ruhig lesen und er kann das gleich an den Reichsratsabgeordneten so und so weiterleiten. Wir Soldaten wollen, dass die Öffentlichkeit erfährt, wie es uns geht und wie schlecht wir behandelt werden. Also er ist schon auch ein Instrument von Protest, kann er werden, was im Zweiten Weltkrieg undenkbar ist. Ja, im Zweiten Weltkrieg wird ja, dieser Paragraph der Wehrmachtszersetzung ist ja wirklich ein Gummiparagraph, wo man sehr viel auch rein fassen kann, wenn Soldaten in ihren Briefen sich kritisch äußern, am Führer, an der NS, an den Zuständen. Das war ihnen ja alles verboten, beziehungsweise kann dann als Zersetzung der Wehrkraft auch verfolgt werden. Und im Zweiten Weltkrieg werden Soldaten wirklich vor das Kriegsgericht gezerrt und sie bekommen die Todesstrafe wegen auch Verstößen gegen die Zensur oder diese Wehrkraftversetzung. Das ist im Ersten nicht denkbar. Das heißt, die sind auch nochmals angepasster als Feldpostbriefe im Ersten Weltkrieg. Ich möchte natürlich zum Ersten Weltkrieg zurück. Gibt es Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen der Österreich war ja primär in der Ost-, Südost- und in der Südwest, eigentlich ausschließlich bis zum Schluss, Front beschäftigt? Gibt es da Unterschiede in den Inhalten? Ich meine, die italienische Geschichte hat uns ja anders bewegt als die ostöstliche Geschichte. Gibt es da auch Farbtönungen in den Feldpostbriefen oder spielt das keine Rolle? Da müsste man jetzt systematisch vergleichen. Es gibt schon Unterschiede. Ich glaube, was in denen aus dem Einsatz an der Ostfront immer wieder nach hinten erzählt wird, ist eher so eine Stilisierung dieses Erlebnisses Krieg als Reise, was ja ein Topos der Kriegserzählung ist, was an der Ostfront möglich ist, weil wir es da ja viel mehr mit einem Bewegungskrieg auch zu tun haben, länger, und die Männer kommen in Gebiete, die ihnen völlig neu sind, da kommt auch dieses Fremdheitserlebnis dazu, was etwa überliefert wird oder immer wieder konstatiert wird. Antisemitismus ist ein Thema dieser Briefe, wenn sie nach Galizien kommen, in diese Dörfer kommen, die Zustände dort beklagen oder so, dieses Stereotyp des jüdischen Händlers, der alles viel zu teuer verkauft, auch an die Armee und so, das würde sich jetzt an der Südwestfront nicht finden.
Und Sie sehen natürlich auch riesen Landfläche, wo die Zivilbevölkerung evakuiert ist, wo ja, und kommen wahrscheinlich mehr in die Nähe einer Erkenntnis, dass der Krieg auch ganz große Teile der Zivilbevölkerung betrifft, unmittelbar betrifft. Obwohl das an der Südwestfront ja teilweise auch der Fall ist, aber nicht in diesem großen Ausmaß, glaube ich. Aber haben Sie jetzt auf den Gebirgskrieg auch abgezielt? Nein, nicht. Aber ich denke nur von der, man hat das in Erinnerung, dass die italienische Front vielleicht anders verstanden wurde, als nicht so national gefärbt wie die slawische Geschichte. Ja. Durch den Verrat. Genau. Der italienische König hat mir den Krieg erklärt. Und ja. So. Ja. Sie haben jetzt ein Thema angeschnitten, das mit der Heimat und Front, mit der Versorgung des Heeres. Eigentlich haben ja die männliche Front hat eigentlich profitiert dadurch, dass die, wenn ich das richtig verstanden habe, die Heeresverwaltung eigentlich eine Menge konfisziert hat, was für die Versorgung des Heeres wichtig war. Die haben eine Vorrichte gehabt und die Heimatfront, die weibliche Front, ist dann leichter dem Verhungern preisgegeben worden. Ist das jetzt eine Überzeichnung oder wie würden Sie das sehen? Also im Diskurs, in den ganzen Propagandamaterialien, in den Aufrufen, in den Zeitungsinseraten, in den Verhaltensrichtlinien für Schulkinder, für Menschen, die an der Heimatfront leben, wurde immer gesagt, spart euch vom Mund ab, damit unsere Soldaten zumindest so viele haben, weiterkämpfen können. Es ist auch eure Verantwortung dafür, dass ihr Opfer bringt, weil die Soldaten bringen ein viel größeres Opfer als ihr. Sie setzen ihr Leben ein, sie riskieren ihr Leben. Dieser Vergleich wurde immer gemacht. Es hat in der Praxis aber so nicht funktioniert. Ich glaube, wir haben auch aus Feldpostbriefen, aber auch aus Tagebüchern von Soldaten, auch an der italienischen Front, ganz klare Hinweise und auch in den militärischen Akten, dass Soldaten auch gehungert haben ab 1917, Mannschaftssoldaten. Ja, das ist 1918. Aber in Städten wie Wien war das natürlich noch viel drastischer. Ja, das sind auch die Flüchtlinge zurückgekommen. Die Flüchtlinge noch. Wien hat ja, das wird Ihnen Alfred Pfoser noch klarer sagen, Wien im Ersten Weltkrieg hat ja 1 Million Flüchtlinge letztlich beherbergt, unterbringen, verköstigen müssen. Das ist ja eine ungemeine Herausforderung auch. Aber nicht nur das, es ist, also diese Lebensmittelversorgung hat ja immer schlechter funktioniert und Hunger wird die zentrale Erfahrung in Wien. Ganz sicher. Fuso kommt im Jänner dran, nur der Hinweis von ihm, vielen Dank. Da machen wir einen Ausflug in die Wien-Bibliothek, wo ja auch eine interessante Ausstellung läuft. Haben Sie die schon gesehen in der Wien-Bibliothek zufällig? Oder? Ich kenne die frühere, die neuere noch nicht genau. Und was haben Sie von der älteren? Ja, ich fand die sehr, sehr gut. Das ist, also die zeigt wirklich, wie eine Stadt wie Wien, man kann überhaupt nicht sagen, dass es noch so etwas wie eine Heimat gegeben hat, wo der Krieg weit weg war und wie halt in früheren Kriegen, in Kabinettkriegen so und so. Das ist wirklich ein totaler Krieg, auch in der Hinsicht, dass eine Stadt völlig davon bestimmt ist, von diesem Krieg und Kriegsgeschichte. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch sehr schön, weil Sie das, ich darf da zwei Begriffe zitieren, Verwobenheit und Untrennbarkeit von Front und Heimat, bedingt durch diese totale Kriegsführung. Ja. Das war ja wahrscheinlich das fundamental Neue, nicht? Das war das fundamental Neue und auch diese starke Mobilisierung der gesamten Bevölkerung. Alle sollen beitragen, alle sollen ihre Opfer bringen. Die Schulkinder eben genauso. Und es gibt diese für mich noch heute erschütternden Postkarten von Säuglingen mit Uniformmütze, vielleicht kennen Sie Propaganda-Postkarten oder kleine Kinder, die so quasi schon als Soldaten in den Krieg ziehen wollen, das ist jetzt auf der Ebene der Repräsentation, aber auch diese Bilder zeigen, also das ist ein Krieg, da sollen alle mitmachen und alle sollen ihn mittragen und eben ihre Opfer bringen und alle sind dadurch auch verantwortlich für Sieg oder Niederlage, nicht nur die Soldaten und die Armee. In Ihrem Buch erwähnen Sie natürlich auch die 7 oder 8 Kriegsanleihen, die es gegeben hat. Wer hat
die jetzt da bezahlt, die Frauen oder die Männer? Ich weiß, also wie kann man da, wisst ihr das auch? Ich erwähne die nur, aber ich habe da nicht systematisch dazu gearbeitet. Da gibt es Untersuchungen dazu, aber da kenne ich mich wenig aus. Was ich untersucht habe, ist, dass gerade in einem Land wie Niederösterreich, aber auch in anderen Kronländern, die Kriegsanleihen auch sehr stark in die Schulen hineingetragen wurden, dort propagiert wurden und die Schulkinder angehalten wurden, ihre Eltern davon zu überzeugen, Kriegsanleihe zu zeichnen. Und es hat teilweise auch funktioniert. Und Niederösterreich veröffentlicht, und es ist irgendeine bestimmte Bank, die das organisiert, deren Name fällt mir jetzt nicht ein, veröffentlicht jedes Jahr die Bilanz, was... Wissen Sie es? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Eine Bank, die zusammenarbeitet mit der Institution, die Kriegsanleihen. Und es werden Erfolgsbilanzen veröffentlicht für alle Kriegsanleihen, dass gerade über die Schulen so viel gezeichnet wurde. Also das wird so als Erfolg vermeldet. Also das weiß ich, aber es gibt ja auch diese paradoxe Situation, dass, glaube ich, die zweitletzte Kriegsanleihe nominal gesehen die erfolgreichste war. Aber da muss man natürlich die Geldentwertung auch berücksichtigen. Ja, da kenne ich mich wenig aus. Sie führen auch das Thema an Glorifizierung im Krieg, vergessen nachher. Hängt nicht auch ein bisschen zusammen damit, dass der Staat ja aufgeteilt wurde, dass eigentlich irgendwie alles in alle Winde zerstoben ist, oder wie ist das dann zu wenig geschlechterspezifisch sozusagen, oder wie Sie meinen, weil es diese unterschiedlichen Nachfolgestaaten gegeben hat. Aber in denen etabliert sich ja doch so etwas, zunächst eine sehr umstrittene Kriegserinnerung zwischen Sozialdemokraten, der Kirche, den alten Eliten, die Offiziere sind ja zuerst draußen, werden dann zumindest wieder deutungsmächtig im Laufe der Zwischenkriegszeit, können sich etwa als Archivare im österreichischen Kriegsarchiv, die offizielle Kriegsgeschichte herausgibt auch, können sie so ihre Kriegsdeutung, ihre Kriegserzählung eigentlich zur Hegemonial öffentlichen, offiziösen machen in Österreich. Und das kann man schon auch für die Österreichische Republik untersuchen. Und da zeigt sich eben, dass das, was etwa Frauen im Krieg gemacht haben, ich habe das in dem Buch in einem Kapitel, das mir besonders wichtig ist, am Beispiel der Kriegskrankenschwestern auch dargelegt, die zu Zehntausenden auch, es sind Zehntausende Frauen, die da betroffen sind und die entweder als Gelernte, aber meistens als schnell Ausgebildete oder als Hilfsschwester auch in verschiedenen Funktionen tätig waren. Viele auch wirklich in Frontnähe, in Frontlazaretten, wo sie auch flüchten mussten, wenn das Lazarett von Artillerie getroffen wurde oder so. Das heißt, sie sind unmittelbar auch mit Gewalthandlungen in Berührung gekommen. Sie haben Jahre unter extrem schwierigen Bedingungen gearbeitet und wir haben so gut wie keine offizielle Kriegserinnerung an diese Zehntausenden von Frauen in Österreich. Kennen Sie ein Denkmal einer Kriegskrankenschwester? Außer das von der Elsa Brandström, das irgendwo steht. Das ist aber diese schwedische... Ich bin mir nicht sicher. In Krems. Bitte? In Krems ist das sogar. Ja, steht es dort. Das ist aber diese, die in russischen Kriegsgefangenenlagern tätig war. Aber sonst überhaupt nicht. Ich habe eines entdeckt, vielleicht darf ich das zeigen. Das ist auch wieder sehr... Aber das weiß ich auch erst seit kurzem. Jetzt ist es schon nicht mehr. Geht nicht mehr. Ja.